Hallo, die liebe Kim hatte mich gefragt, ob man in die einfachsten Socken der Welt, das sind ja diese hier, die mit zwei Nadeln gestrickt werden, auch eine Ferse einbauen kann. Also hier unten praktisch extra noch eine Ferse ran. Ich habe ein bisschen rumprobiert und bin der Meinung, am besten müsste das klappen mit einer klassischen Bumerangferse ohne Zwischenrunden. Und das probieren wir jetzt mal aus. Also das Video für die klassische Bumerangferse findest du natürlich unter meinen anderen Videos und die Anleitung für die einfachsten Socken der Welt natürlich auch. Da sind sie aber, glaube ich, grün mit Pünktchen oder so. Muss mal gucken. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ich habe jetzt allerdings nur 40 Maschen genommen. Und dann strickst du, wie gesagt, laut deiner Maschentabelle. An der Sockentabelle musst du nachschauen, welche Größe du hast, wie viele Maschen du anschlagen musst. Und plus zwei Maschen extra, also am Anfang und am Ende eine Randmasche. Aber das ist in dem anderen Video nochmal erklärt. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen vorgestrickt. Also es sind immer nur Randmaschen und dann zwei rechte, zwei linke, zwei rechte, zwei linke. Und später wird es dann zusammengenäht. Also ganz easy. Und wie gesagt, du musst mal dann in der Sockentabelle gucken, welche Maschenanzahl für dich dann passend ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich brauche jetzt hier noch zwei Maschenmarkierer. Und dann teilen wir die Maschen wie folgt auf. Also ich habe jetzt in meinem Fall 42 Maschen angeschlagen. Also 40 plus zwei Randmaschen. Davon die Hälfte sind 20 Maschen und über diese 20 Maschen stricken wir dann die Ferse und lassen auf jeder Seite 10 Maschen übrig. So, also du hättest dann die Naht dieses Mal auf der Vorderseite dann der Socke. Und bei den anderen ist es ja dann egal, da kannst du die Socke hin und her schieben, ob du die Naht jetzt hinten hast oder an der Seite hast, ist es egal. Hier hast du sie dann am Ende tatsächlich oben. So. Wie gesagt, da ich jetzt zwei Maschen mehr habe, die ich später für die Naht brauche, stricke ich jetzt erstmal hier 11 Maschen ab. Also nicht 10, sondern 11. Denn die Randmaschen gehören natürlich dann zum äußeren Teil, der dann ungestrickt bleibt. Sag ich zu 4, 6, 8, 9, 10 und 11. Setze ich mir hier Markierer rein. Beziehungsweise halt falsch. 10 Maschen, die 11. Masche lasse ich hier in der Mitte liegen. Die stricke ich aber nicht. Die lasse ich jetzt einfach da liegen. Die wird einfach ignoriert dann. Die gehört zu dem anderen Teil, aber die lasse ich jetzt hier auf der Nadel, damit hier später kein Loch entsteht. So, jetzt stricke ich weiter. Also eine Masche vom Rand nimmst du mit rüber in die Mitte, in die Fersen, Maschen. Lässt die aber dann ungestrickt. Zeige ich dir jetzt gleich nochmal. Jetzt stricke ich immer weiter über meine 20 Maschen noch, so dass ich am Ende da auch nochmal 10 Maschen übrig habe. Also egal welche Maschenanzahl du hast, du teilst erstmal durch 2. Um auf die Anzahl der Fersenmaschen zu kommen. Das ist immer die Hälfte. Und dann wird das gleich nochmal eingeteilt. Also wenn du jetzt hier 60 Maschen angeschlagen hast, insgesamt beziehungsweise 62 Maschen, nimmst du 32 Maschen in die Mitte. Wobei dann wieder, wie gesagt, die erste und die letzte nicht gestrickt werden.
2, 4, 6, 8, 10, 11. So, die kommt noch mit hier rüber. Wie gesagt, aber ungestrickt. So, dann wenden wir das Ganze. Die wird erstmal abgehoben. Halt, die wird nicht gestrickt. Entschuldigung, wie gesagt, die wird nicht gestrickt, die letzte. Die bleibt da einfach liegen. Das war jetzt mein Fehler. Bisschen wirr hier. So, wie gesagt, die letzte hier bleibt liegen. Die wird nicht gestrickt. Die bleibt einfach nur hier so als Platzhalter, damit keine Lücke entsteht. So, dann drehen wir auch schon um und machen direkt eine Wickelmasche oder eine Doppelmasche. Dafür habe ich den Faden hier vor der Nadel, vor der ersten Masche liegen. Ich steche jetzt von vorne ein und nehme beide Fäden und wickle mir das so beim Abheben um die Nadel rum. Dann habe ich jetzt hier zwei Maschen. Habe ich da jetzt eine fallen lassen? Ja, habe ich. Moment. So, also, hier ist meine Doppelmasche, hier die, die ich da einfach hab liegen lassen, meine Doppelmasche. Und jetzt stricke ich nur mit linken Maschen wieder bis eine Masche vor meinem Markierer. Wir stricken jetzt glatt rechts weiter, das heißt in der Hinrunde immer mit rechten Maschen, in der Rückrunde immer mit linken Maschen. Die letzte bleibt, wie gesagt, ungestrickt. Ich wende jetzt hier wieder und mache hier aus der ersten Masche wieder eine Doppelmasche, also so wie eben, der Faden liegt vorne. Ich steche wieder von vorne in die Masche ein, hebe mir die Masche ab, ziehe ein bisschen dran und habe dann auch hier eine Doppelmasche. Jetzt, wie gesagt, mit rechten Maschen wieder zurück. Ich bin jetzt wieder in einer Hinrunde bis zu meiner Doppelmasche. So, und die Ferse wird folgendermaßen aufgeteilt, also durch drei. Ich habe jetzt hier allerdings, wie gesagt, die beiden Maschen werden nicht gezählt, 20 Maschen jetzt in der Mitte, ist nicht teilbar durch drei, heißt, ich mache an den Seiten jeweils 7 Maschen und in der Mitte 6 Maschen. Hättest du jetzt 21 Maschen, wäre es klar, dann hättest du 7, 7, 7. Also 7 mal diese Wickelmaschen an den Seiten und 7 Maschen in der Mitte bleiben ungestrickt. Bei 30 Maschen ist es auch ganz einfach. 30 Wickelmaschen auf der Seite, 30 auf der Seite und in der Mitte keine. 10. Keine Wickelmaschen, also 10 mal keine Wickelmaschen. Oh, ich weiß nicht, was heute los ist mit mir. So, ich zeige das aber jetzt gleich nochmal, was ich meine. So, ich bin hier vor meiner Wickelmasche, die letzte gestrickt, wende wieder, mache aus der jetzt hier eine Wickelmasche. Dann habe ich hier auf der Seite schon 2. Jetzt geht es mit linken Maschen wieder zurück. Also genau so stricke ich auch meine normalen Bumerangfersen von normalen Socken. Nur, dass ich jetzt hier, wie gesagt, ohne Zwischenrunden gleich arbeiten werde. So, hier ist meine Wickelmasche, das ist die letzte Masche davor. Stricke ich ab und wende wieder. Jetzt sieht das jetzt ein bisschen verheddert. Und auch hier kommt wieder eine Wickelmasche hin und wieder zurück. Jetzt sind es wieder rechte Maschen
Und das mache ich jetzt, wie gesagt, so lange, dass ich, bis ich an den Seiten jeweils 7 Wickelmaschen auf jeder Seite habe. Doppelt gemoppelt jetzt wieder. So, jetzt habe ich hier schon 3. Ich mache das mal eben kurz fertig. Also wie gesagt, der Mittelteil hier wird durch 3 geteilt. Wenn du jetzt, wie gesagt, hier, wenn es nicht aufgeht, du kannst jetzt auch hier natürlich 6,6 machen und in der Mitte 8 Maschen. Das geht natürlich auch. Je nachdem, wie breit du die Ferse haben möchtest. Also wenn du sie ein bisschen breiter haben möchtest, machst du dann die Maschen in der Mitte, ansonsten an der Seite, die übrig bleiben. Aufteilen. So, ich mache das mal eben fertig und dann zeige ich dir, wie es weitergeht. So, ich mache jetzt doch nur 6 Wickelmaschen jeweils und 8 in der Mitte. Das ist jetzt meine letzte. Ich wende und mache jetzt hier die Wickelmasche. So, wie gesagt, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wickelmaschen an der Seite. Hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 8 Maschen ohne Wickelmaschen. Ich stricke jetzt wieder zurück. Das war jetzt der erste Teil. Und jetzt würden die Zwischenrunden kommen. Also würde ich jetzt normale Socken stricken mit Nadelspiel oder mit Magic Loop. Würde ich jetzt hier komplett über alle Maschen, auch über die Randmaschen hier an der Seite, 2 Runden oder 3 Runden drüber stricken. Mache ich jetzt hier aber nicht. So, die Wickelmaschen, die ich hier habe, stricke ich ganz normal rechts ab. So, aufpassen, dass du wirklich durch beide Maschenglieder gehst und hier unten rauskommst. Die musst du dir vielleicht ein bisschen so öffnen. Und da ist die letzte. So, und wie gesagt, die Masche, die lassen wir jetzt einfach so. So, die Masche hebe ich jetzt einfach nur ab und stricke mit linken Maschen zurück. Nein, das stimmt gar nicht. Ich mache jetzt hier noch meine Wickelmasche rein, damit das wegen dem Übergang. Moment, das muss ich nochmal. Die Masche nochmal abstricken. Also, ich habe jetzt gerade Schmarrn erzählt. Hier ist jetzt die letzte Wickelmasche. Die mache ich nochmal. Und damit jetzt hier kein Loch entsteht zwischen den Übergängen, mache ich jetzt hier auch nochmal eine Wickelmasche drauf und stricke jetzt mit linken Maschen zurück. Also diese eine Wickelmasche ist wirklich nur dazu da, um hier Löcher zu vermeiden an den Übergängen. Ich stricke jetzt alle Maschen links. Und die Wickelmaschen hier stricke ich natürlich dann auch links ab. Auch wieder aufpassen, dass du da wirklich beide Fäden mitstrickst. Beide Maschenglieder. Hier ist wieder die Masche, die wir einfach liegen lassen. Ich wende und mache auch an der Seite bei der ersten Masche nochmal eine Wickelmasche drauf. Du siehst, dann entsteht hier kein Loch. So, das war jetzt schon meine erste Masche.
Jetzt stricke ich meine 6 Maschen. 3, 5, 6. Bis dahin, wo ich vorhin meine erste Wickelmasche hatte. Dann stricke ich jetzt über meine 8 mittleren Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also die Aufteilung bleibt. Jeweils 6 an der Seite. 3, 4, 5, 6, genau. 6 hier, 6 da und meine 8 in der Mitte. Jetzt stricke ich hier von dem nächsten Teil von meinen 6 Maschen die erste Masche und wende dann. Aus der mache ich jetzt wieder eine Wickelmasche. Stricke jetzt meine 8 mittleren ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und aus der ersten jetzt von meinen restlichen 6 mache ich auch wieder eine Wickelmasche. Heißt, ich stricke die Masche, wende und ziehe sie drüber. Jetzt wieder meine 8 mittleren. Hier ist meine Wickelmasche, die stricke ich auch ab. Und jetzt die nächste Masche stricken, wenden und in eine Wickelmasche verwandeln. Und wieder die 8, 9 Maschen sind es jetzt oder 10 mittlerweile schon. Wieder zurück bis zu meiner Wickelmasche auf der Seite. Da ist sie schon. Links abstricken. Die nächste abstricken, wenden und drüber ziehen. So, also wir arbeiten uns jetzt von innen nach außen. Vorher hatten wir uns von außen nach innen reingearbeitet und jetzt, wie gesagt, von innen nach außen, bis wir hier ganz am Rand angekommen sind, versetzen wir die Wickelmaschen jeweils um 1. So, das ist die nächste. In dem Fall jetzt rechts abstricken. Dann die nächste Masche und wenden. So, ich mache jetzt die beiden letzten Maschen hier noch kurz fertig. So, jetzt habe ich hier noch meine 2 Wickelmaschen. Hier ist die eine Wickelmasche und da die andere noch, die ich ja am Anfang gemacht hatte. Die stricke ich auch rechts ab. So, und meine nächste Masche ist dann eine linke Masche. Die stricke ich gleich links ab, ziehe hier gut an. Und dann ist die Ferse auch schon fertig. Jetzt stricke ich hier in meinem Muster einfach weiter. Links, 2 rechts, 2 links, 2 rechts. Und dann geht es ganz normal weiter.
Ich stricke meine erste Masche hier immer rechts ab. Wie gesagt, meine Randmasche. Und dann habe ich hier auch schon zwei rechte Maschen. Also ganz normal nehme ich jetzt mein Muster wieder auf. Stricke jetzt über alle Maschen drüber. Gut anziehen. Das muss ich nochmal nachzählen. Hier hatte ich zwei rechts, zwei links. Dann mache ich jetzt hier wieder zwei rechte Maschen. Zwei links. Zwei rechts. Zwei links. Zwei rechts. So, wenn jetzt hier so ein kleines Loch entsteht, ja, da ist jetzt doch ein kleines Loch, bin ich ganz ehrlich, habe ich nicht gut genug gezogen. Aber wenn du das nachher oben vernähst, ganz einfach unter uns gesagt, jetzt muss ja keiner wissen, kannst ja den Faden nehmen und da bei dem Loch, ne, noch ein, zwei Mal drüber gehen, weil du nähst es ja hier später eh zusammen. Und dann kannst du da das ein bisschen, kannst du da ein bisschen tricksen. So, aber ich habe nichts gesagt. So, also hier. Also das habe ich am Anfang ganz oft gemacht beim Sockenstricken lernen. Und ich hatte Löcher an den Seiten, dann habe ich die einfach zugenäht. So, mein Gott. So, jetzt bin ich hier bei zwei rechts. Hier ist, das sind meine beiden Wickelmaschen, da ist noch eine. Die stricke ich jetzt auch nochmal rechts ab. So, dann ist hier eine linke, das sehe ich schon. Und noch eine linke Masche. Hier gut anziehen. Also bei der Bumerangferse, dadurch, dass du die Zwischenrunden hast, hast du die Löcher eigentlich nicht. Und hätte ich jetzt nicht diese Wickelmaschen noch da gemacht, dann wäre das noch schlimmer. Ich überlege mir noch eine Möglichkeit, wie man das vielleicht ganz verschwinden lassen kann. So. Aber so ist deine Ferse jetzt. Also wie gesagt, das wäre jetzt eine Babygröße. Und die Socke, die strickst du jetzt weiter. Jetzt musst du allerdings darauf achten, also bei den einfachsten Socken der Welt ist es eigentlich vollkommen wurscht, wie lange du die machst. Du kannst sie hier auch umstülpen oder was auch immer oder als Sneaker tragen. Dadurch, dass du keine Ferse hast, ist es bei denen total egal. Du hast keine Spitze, du hast keine Ferse. Die kannst du einfach komplett runterstricken und dann vernähen. Hier allerdings, wenn du jetzt eine Ferse eingebaut hast, bist du natürlich wieder an deine Sockentabelle gebunden. Und zwar klappst du das jetzt einfach so zusammen. Dann hast du hier die Fersenmitte. Also in den meisten Anleitungen steht von Fersenmitte bis Spitzenbeginn. So und so viel Zentimeter. Also der ganze Fuß. Musst du jetzt nochmal gucken, wie lang dein Fuß ist. Wir haben hier keine Spitze. In dem Sinne, das ist ja vorne dann einfach nur so zusammengezogen. Beziehungsweise hier bei denen haben wir jetzt eine kleine Spitze gemacht, bei den anderen nicht so. Da rechnest du nochmal so 1,5 cm, wenn du das so machst wie in dem anderen Video. Ansonsten, wie gesagt, jetzt wegen der Fußlänge bist du natürlich wieder relativ gebunden. Da solltest du nachschauen, wie lang jetzt dein Fuß sein sollte. Also wie weit du jetzt hier in dem Muster weiterarbeitest bis zu deiner Spitze bzw. bis zum Schluss ganz. Und ja, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Wenn nicht, schau dir doch bitte nochmal die beiden Videos an, von denen ich gesprochen habe. Das eine ist, wie gesagt, die einfachsten Socken der Welt mit zwei Nadeln stricken und das andere ist die Bumerangferse ohne Löcher. Findest du alle beide auf meinem Kanal. So, und ich mache hier, wie gesagt, mit dem Muster, weil du könntest jetzt hier unten auch glatt rechts weiter stricken. Aber das ist ja das Schöne eben an denen,
dass die sich so dehnen und so gut anpassen. Deswegen habe ich hier auch keine Ferse eingearbeitet. Aber wenn das gewünscht ist, dann machen wir hier natürlich eine Ferse rein, sehr gerne sogar. So, an der Stelle nochmal liebe Grüße an die liebe Kim für die tolle Idee. Ich hoffe, es war jetzt irgendwie einigermaßen verständlich. Ansonsten schreibt mir doch nochmal in die Kommentare, was man vielleicht noch verbessern könnte an der Socke. Wie gesagt, das war jetzt auf die Schnelle die einzige Idee, die mir eingefallen ist, hier die Bumerangferse ohne Zwischenrunden zu nehmen. Aber ich bin ja offen für Anregungen. Also wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr noch eine bessere Idee habt oder noch Fragen dazu haben solltet. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.